Okay, ich will welche kaputt hauen, nix labern. Das war in Castlevania schon immer so. Warum gibt's da überhaupt Dialoge und Story? Aber wir hören es trotzdem an. Manch einem geht's da bestimmt anders wie mir, aber für mich war es schon immer hier. Monster kaputt hauen, looten, neue Fähigkeiten, hochleveln und nix labern. Aber gut. Yes, agreed. Johannes, you, Anne and I will remain here. We can assist Miriam from safe ground. What? We can't ask her to brave the castle alone? Kartenausrüsten gab's da auch. Ah, okay. Das gab's auch schon in Symphony of the Night. Zu viel. Es gibt einfach zu viel Castlevania-Teile. Don't be foolish. She is trained in combat. Are you? We would only get in the way. But that's not the point. Die können labern, aber du musst dabei nicht stehen bleiben. Ja, ich bin zwiegespalten, was so Audiologs und sowas in der Art in Videospielen angeht. Weil einerseits finde ich das super, dass man weiterspielen kann, während man die Geschichte erzählt kriegt. Gleichzeitig achte ich dann meistens nicht drauf, was da geredet wird und krieg nur die Hälfte mit. Das ist so ein bisschen, weiß auch nicht. I'll be fine, Johannes. Please don't worry. Aber insgesamt ist es mir lieber. Alright. But we'll be here if you need us. Ich glaube, so Audiologs und Gespräche unter den Figuren, während man spielt, sind mir, glaube ich, die liebere Alternative. Let's not waste any time. We have a lot to do. Come back if you need anything. Das ist wirklich hier aber. So I can perform alchemy for you. Thank you, Johannes. I know you're strong, but be careful. I will. Das ist hier jetzt aber eigentlich ganz cool, weil das ist so ein bisschen der Hub hier, die Basis, in die man immer wieder zurückkehrt. Und man findet im Verlauf des Abenteuers auch andere Leute, die man dann ab dann hier finden kann. Oder sind die schon von Anfang an hier? Und man schaltet nur Interaktionsmöglichkeiten mit denen frei? Nee, genau. Man muss die tatsächlich erst hierher bringen. Es sind dann verschiedene Händler oder auch mal so eine Sidequest-Geberin und sowas in der Name. Wie die Johannes sagt. Der heißt halt Johannes. Man schreibt den Namen halt nur vielleicht genauso wie Johannes. Aber wenn der gerne Johannes genannt wird, dann heißt er halt Johannes. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Ich hoffe, das liegt nicht am Stream, dass der hängen bleibt. Was kann ich jetzt hier nicht durch? Muss ich erst... Oh, wahrscheinlich muss ich erst mit allen reden, natürlich. Ich kann noch nicht mal meinen schräg nach unten Kick. Ah, Mann ey. Nix kann man standardmäßig. Muss man alles erst lernen. Dann rede ich halt nochmal mit allen. Von mir aus. Bleibt da wirklich bei allen hängen, der Stream? Sagt mir das mal bitte, ob der grundsätzlich hängt oder nicht. Please. I have made arrangements so you can buy and sell items here. I would have liked to provide what you need for free, but seeing as we are largely cut off from the church's funds out here. Ja. Ich gucke auch gerade meinen Kontrollstream, den ich offen habe, und da sieht auch alles gut aus. Nee, dann passt schon. Danke. No, I understand. I appreciate you doing what you can. I can also buy shards from you, if you no longer need them. Wait. Is trade in demon shards even allowed? Of course. The church would sooner gather them up and make certain they are purified. I am not permitted to sell them, but I can buy them off you. You may want to keep extras, since possessing multiple shards of the same type amplifies its power, but there is a limit to how far that can go. And more importantly,
If you carry a large number of shards, your body's corruption. Das stimmt, so ein bisschen. Blonde Teil 1 Bayonetta ist sie so ein bisschen. May accelerate, but I'll find a way to deal with that myself. I still recommend selling your shards as a means of making money. All right. I know you're looking out for me. I think that explains everything. Now, would you like to have a look around? Nö. Oh, I forgot to give this to you. It's the key to the building. You can use it to explore further in. Danke. Thank you. I invited the other survivors inside where it's safe. They all have troubles that need resolving. If you can spare them the time, I'll do what I can. I know you will. Come back anytime. I'll be praying for you. Come back anytime. Gut, jetzt können wir in das Dorf gehen. Ah doch, die Bewohner sind doch teilweise schon jetzt hier. Der hat zum Beispiel Sidequests, oder sie. Aber ich überspringe das jetzt einfach. Das sind wirklich meistens nur, oder ich glaube sogar immer nur, so töte so und so viel von dem und dem Monstertyp. Geschichten, aber gut. Aber jetzt will ich endlich wieder was kaputt hauen. Ah, alles eskaliert. Fledermaus beschwören, auch nicht schlecht. Durch Rambon. Komisch, dass da gar keine Musik läuft, oder? Na komm her. Blöde Harpie? Elfenohren? Wo sind denn die Accessoires? Ja, ah, ich habe auch schon die Steinmaske. Die nehme ich lieber. Und die Elfenohren sind auch lustig. Ich könnte auch Elfenohren und Steinmaske kombinieren. Was macht denn der Ring? Ich mache das wirklich. Elfenohren und Steinmaske sind zumindest eine gute Kombination. Ich muss meinen Upload für den Stream abbrechen. Ich habe es wieder mal versucht. Ich habe mir gedacht, vielleicht geht es ja doch, auf YouTube was hochzuladen und gleichzeitig zu streamen. Aber nee, das haut einfach nicht hin. Da ist die Upload-Geschwindigkeit einfach nicht groß genug. Deswegen gab es am Anfang auch öfter Ruckler und Framedrops. Ich habe jetzt den Upload leider abgebrochen. Deswegen kommt die Let's Build, die Fallout 4 Let's Build-Folge jetzt leider doch erst morgen. Ich habe mir gedacht, ach komm, der geht die halt erst um 10 heute online. Ist ja wurscht. Aber nö. So, wir betreten nicht Draculas Schloss. Eingang. Ich mag diese großen Überkopf-Schwingwaffen am liebsten in dem Spiel eigentlich. Eigentlich würden mir auch die Fernwaffen wie Pistolen und so gefallen. Aber leider sind die scheiße. Das ist einfach echt nicht gut. Blöde Fledermäuse, ey. Ich habe in irgendwelchen Update-News gesehen, dass die meinen absoluten Lieblingsskill leider voll schlechter gemacht haben. Der war auch übermächtig. Man konnte da so Bücher beschwören, die und die Spielfigur umkreisen. Und dadurch war die Spielfigur fast unsterblich und alles ist sofort gestorben. Das war schon übermächtig, aber es war schön, dass es geht. Hey, wir haben unsere erste passive Scherbe bekommen.
Und zwar Schwertkönnen. Steigert Schaden durch einhändige Schwerter und Keulen. Jetzt habe ich leider ein zweihändiges Schwert. Aber trotzdem behalte ich es. Auf jeden Fall haben die den ziemlich schwächer gemacht anscheinend. Und das finde ich schade. In so Singleplayer-Spielen finde ich das eigentlich total okay, wenn es nicht gut gebalanced ist. Wenn man halt rumexperimentiert und dann merkt man, jetzt habe ich aber irgendwie eine vollmächtige Kombination oder so gefunden. Freut man sich. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum man bei Singleplayer-Spielen auch so sehr auf ein Balancing von Fähigkeiten achtet. Weil das, finde ich, gar nicht unbedingt sein muss. Ich meine, gut, es kommt drauf an, wie man spielt. Ich glaube, es gibt dann viele Leute, die schauen dann in irgendeinem Wiki nach, was die mächtigste Fähigkeit ist. Und dann sehen die, aha, Fähigkeit XY ist viel mächtiger als alle anderen. Und dann geht denen dieses ganze Rumexperimentieren und Ausprobieren verloren, weil sie quasi schon wissen, was das mächtigste ist. Da macht man sich unter Umständen ein Spiel schon kaputt, aber trotzdem finde ich es besser, wenn es eben gerade vielleicht auch absichtlich nicht so super gebalanced ist. Ich finde, es darf in solchen Spielen ruhig Fähigkeiten und Waffen geben, die eben gerade auch total nutzlos sind und welche, die total super sind. Und genau, ich finde das schön, wenn es so zum Rumexperimentieren und Testen einlädt. Wenn alles zu sehr gebalanced ist, dann wird es mir irgendwann egal, was ich benutze, weil eh alles irgendwie gleich gut ist. Das finde ich überhaupt nicht gut. Das ist wirklich ein Grund, warum ich Multiplayer-Spiele oft einfach nicht mag. Weil die zu gebalanced sind. Und weil es im Endeffekt egal ist, welche Klasse man nimmt, welche Waffen man ausrüstet. Es ist im Endeffekt wurscht. Es macht eigentlich alles keinen Unterschied. Und dann, die Progression besteht dann auch draus, dass irgendwie ein erfahrener Spieler, der schon 1000 Stunden gespielt hat, 2% mehr Schaden macht oder sowas in der Art. Das fühlt sich für mich auch nicht nach befriedigender Progression an. Ich mag keine Multiplayer-Spiele. Multiplayer-Spiele haben alles ruiniert. Will ich damit sagen. So, jetzt wäre ein Speicherraum gut. Das finde ich auch mit da dran. Das Castlevania Retro Pixel Design sah teilweise auch echt verdammt gut aus. Gerade in den neueren 2D Castlevania Spielen. Ebenso 3DS und sowas, die Generation sah dann einfach echt cool aus. Und dieser Pixel-Art-Stil war einfach echt schön und richtig, richtig cool und stylisch. Und ich mochte die 3D-Darstellung in Castlevania-Spielen auch noch nie. Mir wäre es auch viel lieber, wenn das Spiel eher so einen Pixel-Stil hätte. Weil gerade eben dieser Castlevania-Pixel-Stil sah teilweise schon echt unglaublich toll aus. Da kann das leider nicht mithalten. Naja. Alfred? Alfred. Wenn Alfred hier ist, dann kann Batman nicht weit sein. Why are you here? Johannes, that fool of an apprentice should have stayed out of this. Ich muss mal kurz. You have a lot to explain for. Mist. After all the terrible things you've done? Warte ich noch schnell. All that is in the past. I'll not be defending my actions to you. Ich muss nur gerade meine Lampe schon langsam anmachen, meine Hintergrundbeleuchtung, weil schon langsam geht die Sonne unter. Don't I deserve it? You were like a father to me. Enough, child. I am here for the book. Jeeble has the book. Ah. What are you talking about? If you don't already know, then let us keep it that way. Alfred, how are you still alive? What were you thinking in coming here? You can answer my question first. All that matters is that I am alive. Did you come here for the book? Book? The Libelogaeth? Libelogaeth? Make no mistake. I won't let anyone touch that tome but me. Not even you should touch it.
Didn't what happened 10 years ago teach you anything? I don't have time to argue with you. I just hope you are wise enough not to get in my way. What? You know full well my power exceeds yours. Take Miriam and leave this place. Otherwise, you will die. I came here because something didn't feel right, but I didn't expect him. Johannes, what is the Liber Logaeth? It's a book the Alchemy Guild once possessed that allows for the summoning of spirits. The Guild used it to bring about the Calamity 10 years ago. Hi, Crusader, hallo. The crystal acted as a kind of catalyst. A book like that shouldn't even exist. I know. Alfred must be trying to restore the Alchemy Guild to power, but we cannot let him lay hands on the Liber Logaeth. He said Cheeple had it. You know, I think I might have seen it. It makes sense, considering the situation we're in. He must have gotten his hands on it after surviving the sacrifice. So now I have to stop Alfred too. No, let's focus on Jeeble. If we can get to him and the book before Alfred does, we'll kill two birds with one stone. Wäre cool, wenn ihre Stimme gedämpfter klingen würde, weil sie jetzt die Maske auf hat. In irgendeinem Spiel ist das so. In irgendeinem Spiel klingen Figuren mit Helm, reden dann anders, gedämpfter, mit so einem Mikrofongeräusch. Ist das bei XCOM 2 so? Bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich glaube nicht. Aber irgendwo ist das wirklich so. Da merkt man, da hört man an der Stimme einen Unterschied, ob man einen Helm trägt oder nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Ist bestimmt in vielen Spielen so. Finde ich schön. So Details. Ich bin ein Freund von so Details in Videospielen. Ich bin Detail-Nerd. Good point. All right. Nee. Dominique might know what to do about Alfred in the meantime. I'll head back to the village and see what she has to say. Okay, mach das. Wir sterben währenddessen jetzt wahrscheinlich, wenn nicht gleich ein Speicherraum kommt. Mein Gott, ich glaube, ich gehe mal schauen, ob da unten ein Speicherraum ist. Ja, yeah. Ach ja, Castlevania Design. Von Crusader, Dankeschön für die Bits. Yeah. Da rieseln sie ins Glas. 50 Stück. Sind das wirklich 50 Einzelne? Ja, die werden nicht in 10er gestapelt. Cool. Da wird das Glas wieder voll. Sehr schön. Und wie schon gesagt, wie schon öfter gesagt, aber ich sag's immer wieder, alle Bits und Abos laufen dann immer in den Spendentopf für die nächsten Monate erst. Also auch wenn jetzt die Spendenleiste für diesen Monat voll ist, Bits und Abos werden erst nächsten Monat draufgerechnet. Beziehungsweise gehe ich da immer nach den Überweisungen, die ich kriege von Twitch. Also wenn weniger als dieser, ich weiß nicht, kritische Betrag zusammenkommt, den man braucht, damit überhaupt was überwiesen wird, kann sich das auch schon mal nochmal einen Monat verschieben. Aber es geht nichts verloren, will ich damit sagen. Nichts verkommen lasse. Ah, du blöder, nerviger, kleiner Wurf-Skelett-Dingens-Schleim. Ich mag dich nicht. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um in der Gegend. Ups. Kapazität für mehr Munition und so Sachen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Der sieht irgendwie gefährlich aus. Ich habe ein bisschen Angst. Habt ihr das gehört? Der hat ein elektrisches Bohrschwert. Schön. Das finde ich wirklich auch sehr schön. Sehr schön. Ein Archiv für Monster. Wo nicht nur drin steht, was die droppen, sondern man kann sie sich auch ansehen und kleine Geschichten dazu ansehen. Das finde ich immer schön in jedem Spiel. Das finde ich echt immer toll. Dafür gibt es Bonuspunkte. Er findet es anscheinend nicht so gut. Oder war das ein Ausdruck der Freude? Man weiß es nicht. Im ersten Moment habe ich ein Buh gehört. Könnte aber auch schon nice gewesen sein. Man weiß es nicht. Müsste man ihn fragen.
Aber ist jetzt leider tot. Doof. Nein, verdammt. Ich wollte da oben hin. Halt, du nicht schon wieder. Hau ab, Mensch. Das ist ganz cool. Man kann die Projektile von denen auch wirklich mit seiner Waffe kaputt machen. Auch deswegen sind die Überkopf-Schwingschwerter so nützlich. Weil die schießen die genau in dem Bogen, damit man die schön abwehren könnte, wenn man nicht im falschen Moment haut. Der steht jetzt echt ungünstig. Okay, danke. Du Arsch, du. Level up! Ich mag das in Spielen immer, hier ist es leider nicht so, aber ich mag das in Spielen immer echt gerne, wenn man sich durch Level-Ups heilt. Weil dadurch kriegen Level-Ups immer noch so... Ich wollte sagen, eine taktische Komponente, das stimmt aber nicht. Es ist eher dieses, oh, man ist fast am Sterben, es ist ein harter Kampf und dann plötzlich so, yeah, Level-Up, volle Heilung. Das ist immer noch so ein extra Bonus, so ein extra Grund, warum man sich freut. Und im richtigen Moment kann dann so ein Level-Up mal über Leben und Tod entscheiden. Das ist cool. So ein kleiner, mehr oder weniger zufälliger, nicht wirklich planbarer Vorteil, der einem aber dann voll den Adrenalin-Rush verpassen kann. Finde ich immer schön. Wow, was für ein Effekt. Wenn das Level-Up heilt und am besten noch so eine Nova in alle Richtungen schießt. Ja, das ist auch cool. Dass der Nahkampf von Trash befreit wird. So die ganzen kleinen Gegner, dass die weggekillt werden und sowas. Ja genau, warum nicht? Ich finde sowas cool immer. So ein Level-Up muss schon richtig zelebriert werden, auch vom Spiel. Unfair. Ich habe vergessen, wie man schießt. Ich habe wirklich vergessen, wie ich meine Feuerbälle mache. Jetzt kann ich es wieder. Okay. Au. Du blöder Möchtegern Robin Hood, du. Die fliegenden Schweine sind auch witzig. Aber immer dran denken, egal wie niedlich sie aussehen, es sind alles Dämonen aus der Hölle. Vielleicht gibt es aber auch nette, niedliche Dämonen aus der Hölle. Und alles ist nur schlechte PR, was die Hölle angeht. Kann schon sein, wir wissen es nicht. Ich glaube, wenn ich einen Heiltrank habe, nehme ich den mal. Ich habe keinen. Ausgezeichnet! Ja! Ich glaube, ich muss hier gar nicht her. Oh, Bosskampf oder wie? Oh, aber... wow. Ah, Mist. Ich wollte noch weg. Wir könnten mal schauen. Ich glaube, wir haben... Haben wir nicht sogar schon wieder... Ah, hier. Ein neuer Dolch, der gar nicht schlecht ist. Dafür, dass das so ein kleiner Dolch ist... Macht ja viel Schaden. Weniger Reichweite dafür. Super viel Schaden. Fast so viel wie unser großes Claymore. Aber wir sterben deswegen auch gleich. Nee, ich mag diese kleinen Waffen einfach nicht. Da können die noch so schnell sein und noch so viel Schaden machen. Bin kein Fan. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen hier weg. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man hier sowieso erst viel später her und wir sind so gut wie tot. Ich weiß eh nicht, wir kommen eh nicht mehr in irgendeinen Safe Room. Ich bin eh des Todes. Da könnte uns jetzt höchstens ein Level abretten. In einem anderen Spiel zumindest. Ah, Bogenschütze. Hab. Ah. Yeah!
muss mich konzentrieren jetzt hier. Hier hoch können wir auch nicht. Oh Mann, ey. Ich habe leider keine Ahnung, wo der nächste Safe Room scheinen könnte. Der nächste Safe Room. Oh, damn it. Da haben sie mich doch erwischt. Game over. Und in alter Castlevania-Manier gibt es natürlich, oder überhaupt eigentlich Metroidvania-Manier, gibt es natürlich kein Autosave oder irgendwas in der Richtung. Wir sind jetzt wirklich beim letzten Mal, wo wir gespeichert haben. Da ist das Spiel Hardcore. Aber so kann man wenigstens seine Routen besser planen und vorsichtiger vorgehen. Und man lernt, welche Räume man lieber noch nicht betritt. Und so weiter und so fort. Na gut, machen wir Schluss mit dem Spiel, oder? Es ist wirklich ein cooles Spiel. Ich hatte beim Durchspielen super viel Spaß. Und kann mir auch gut vorstellen, dass ich es öfter nochmal oder wieder spielen werde. Schon alleine, weil jetzt auch bald, glaube ich, oder gibt es den schon? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ein neues Add-on kommt, ein kostenloses mit einem zusätzlichen Charakter. Einem zweiten Charakter, der eine ganz andere Spielweise mit sich bringt. Klingt interessant. Cooles Spiel. Machen wir weiter mit dem nächsten. Hey, aber machen wir mal kurz eine kurze Pause. Dann kann ich das Licht anmachen, die Katze rauslassen, weil die nervt schon die ganze Zeit. Und machen wir kurz Pinkelpause. Und dann geht's in 5 Minuten mit irgendeinem anderen Spiel wieder weiter. Dankeschön. Bis gleich. Achso, ich wollte schon den Stream ausmachen. Das ist gar nicht notwendig. Eigentlich, ne? Ich bin gerade zweifelt auf der Suche nach dem Pausenbild. So, bis gleich. Nee, das stimmt. Katzen nerven nicht. Die Katze bittet nur um Auslass. So, bin gleich wieder da.